Hitradio FFH. Ankes Tanke. Für mich noch einen Kaffee, Anke. Mit oder mit ohne Milch? Mit ohne. Stefan, ich hab ja nie ein Schwimmabzeichen gemacht. Sei froh, zum Seepferdchen machen würdest du mit Sicherheit einen Sattel mitbringen. Nicht lustig. Ich kann mich ja auch so über Wasser halten. Im Gegensatz zu deinen Kunden nach dem Bezahlen. Jetzt mal im Ernst. Mein Patenzwerg Eminem Aljoscha geht auch nur wegen den leckeren Pommes und dem Eis ins Schwimmbad. Wenn man sich die ganzen Puddingpanzer im Nichtschwimmerbecken anguckt, machen die ja wohl eher das Nilpferdchen. Stimmt. Einmal die 4 und die mega coole Blümchenbademütze hier. Die gibt's doch auch in meiner Größe. Momentchen mal bitte, Stefan. Ich hab ja damals im Italienurlaub im Meer schwimmen gelernt. Lass mich raten, deine Eltern wollten dich abtreiben lassen. Nicht lustig. Also 3% der Erwachsenen schätzen sich in Deutschland als Nichtschwimmer ein. 9% als sehr schlechte Schwimmer. Stefan, das Einzige, was ich nicht so gut kann, ist tauchen. Mein Body treibt immer wieder an die Oberfläche. Der bleibt nicht unten. Macht nichts, Anke. Bei dir wird's ja schon lang, wenn die Benzinpreise sinken. Macht 3.123 Euro. Sammeln Sie DLRG-Punkte? Haben Sie eine Dauercard? Oder sind Sie im Die kleine Meerjungfrau-Club? Nein. Dann danke schön. Bitte schön. Ankes Tanke. Täglich in Guten Morgen Hessen. Bei Hitradio FFH. Jetzt als Podcast abonnieren. Bei uns im Web und in der App.